Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Railway Empire und zwar heute mit dem The Great Lakes DLC. Das ist vor allen Dingen ein Szenario, was da neu dazukommt und zwar dieses hier, The Great Lakes Dominion Day. 1861 sind die kanadischen Provinzen in britisch Nordamerika noch eine spärlich besiedelte Ansammlung von Kolonien. Die hoffnungsträchtige Grand Trunk Railway soll irgendwann die weit voneinander entfernten Wirtschafts- und Siedlungsräume ineinander integrieren, steckt aber zurzeit tief im Sumpf der Verschuldung. Statt Fortschritt und Wohlstand drohen Stillstand und wirtschaftliche Abhängigkeit. Es ist Zeit für eine Veränderung. Das ist mittlerer Schwierigkeitsgrad und starten wir mal los hier. Da gibt's reichlich Städte. Wir nehmen die ganzen Standardeinstellungen mit. Genug gesucht. Sie sind fündig geworden, Partner. So, wir müssen hier den General nehmen. Auch den Namen der Gesellschaft können wir nicht ändern. Das hier ist übrigens eine Neuerung vom Beta-Patch 1.6. Die einzelnen Charaktere haben jetzt nicht mehr nur ein Attribut, sondern drei. Ist meine Uniform nicht fabulös? Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein paar neue Berufe entworfen bei den Angestellten. Gut, dann legen wir mal los. Du erlaubst, dass ich mich vorstelle. Watkin, Sir Edward William Watkin. Ich bin auf Wunsch des Herzogs von Newcastle hierher in die britischen Kolonien gereist. Ich wurde mit der gewichtigen Aufgabe betraut, zu prüfen, ob sich die verbliebenen nordamerikanischen Kolonien nicht zu einem selbstverwalteten Herrschaftsgebiet zusammenfügen lassen. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch die Regelung der Finanzen der Grand Trunk Railway. Und nach einem ersten Blick in die Bilanzen bin ich nur bedingt fähig, meinem Entsetzen angemessenen Ausdruck zu verleihen. Ich habe dich auserkoren, die Grand Trunk Railway in Zukunft zu führen. Vorher muss ich mich aber deiner Tauglichkeit für diese Aufgabe versichern. Es ist heutzutage sehr schwer, gutes Personal zu finden. Also lass uns mit etwas Einfachem beginnen. Die Anbindung weiterer Ortschaften erscheint mir taktisch wie ökonomisch einleuchtend, um dieses Fiasko zu bereinigen. So, wir haben hier einen ziemlich dicken Berg dazwischen. Die erste Strecke ist errichtet. Bald werden wir dafür sorgen müssen, dass es dauerhaft mehr Menschen in diese entlegene Gegend zieht, damit diese Strecken auch lukrativ werden. Und unsere Aufgaben sind am Anfang ganz klar. Wir sollen diese Saguenay anbinden und Grand Lake Victoria. Diesen Anfang habe ich schon mal gemacht, deswegen wusste ich eben auch gleich, was ich tun soll. Da ist noch ein Holzberg. Holzbergwerk. Ein Sägewerk, ein Rodungsbetrieb. So, was ich auch gleich sagen kann, ist, hier ist man nur erstmal zumindest in einer Provinz von Kanada unterwegs. Man darf hier nur so ein kleines begrenztes Territorium am Anfang benutzen. Es sind mehrere Konkurrenten auf der Karte, aber die haben andere Territorien und dürfen damit auch nicht mitbieten, wenn wir hier am Anfang ein paar Betriebe aufkaufen. So, dann haben wir das erste Ziel schon mal erreicht. Saguenay ist angebunden und da fährt auch schon mal ein Zug. Und das andere, das ist hier drüben, Grand Lake Victoria. Das ist ganz schön weit weg. Gut. Lenken wir unsere Aufmerksamkeit nun auf die Versorgung und das Wachstum der Ortschaften. Bedauerlicherweise sind die Kolonien in ihren Produktionsmitteln begrenzt.
Viele der benötigten Waren müssen importiert werden, weil es keine passenden Fabriken gibt. In Montreal und Quebec werden heimische Waren exportiert und gleichzeitig kommen hochwertige Güter aus dem Ausland an. Der Wechselkurs ist nicht besonders lukrativ, aber im Moment die einzige Option. Beliefere die Menschen mit allem, was sie benötigen. Nur so wirst du den Fortbestand der neuen Eisenbahnstrecken garantieren können. Irgendwie hakt das hier, das müssen wir nochmal komplett wegreißen. Machen wir das mal so. Irgendwie will er das nicht. Was passt ihm denn da nicht? Irgendwo da. Ein ganz kleiner Punkt, wo es dann doch geht. Will er jetzt auch schon wieder nicht. Oh, bockig hier. Kann doch so schwer nicht sein. Oh. Will er wieder nicht. Nö. Auch wieder so ein ganz feinfühliger Punkt, aber jetzt endlich haben wir es. So. Manchmal ist es ein bisschen fummelig. Dann haben wir die zweite Stadt angeschlossen. Mal gucken. Ich glaube, ich werde das Gleis hier ganz rüberziehen müssen. Und dann hier irgendwo die Verbindung herstellen. Na komm. Schwieriges Gelände hier. So. Probieren wir das. Und so und so. Einmal andersrum. Will er auch nicht. Na, das ist ja gerade wieder Vorführeffekt hier. Nun haben wir's. Gleich mal ein paar Signale dahin.
So, da brauchen wir die nicht unbedingt. Schaden können sie aber auch nicht. So. Nur haben wir's. Lange Strecke in möglichst viele Abschnitte unterteilen, damit wir dann da später auch reichlich Züge drauf kriegen, ohne dass die sich behindern. Dann lassen wir hier gleich mal ein paar Passagierzüge hin und her fahren, die schon mal anfangs ein bisschen Geld verdienen können. So, ich glaube, hier oben habe ich auch noch nicht alles fertig. Hier muss noch ein X rein. Und hier genauso. Kleiner Tipp zu der Mission. Das habe ich nämlich schon einmal gemacht und habe da was vergeigt am Anfang. Deswegen musste ich nochmal neu anfangen. Aber seht zu, dass ihr den Bahnhof hier so ein bisschen schräg nach rechts rauszieht und dann hier auch weiter rüber geht, weil ansonsten, der muss später angebunden werden. Und wenn man hier ganz gerade runterzieht, dann ist man hier so senkrecht direkt vor dem Warendepot und kriegt da die Gleise nicht mehr dran. Also lieber so ein bisschen Bogen machen, damit ihr die Gleise dann da noch hinbekommt. Ich hoffe, dass diese Brücke hier nicht stört. Aber ich befürchte, das wird sie. Von daher reiße ich die hier auch gleich nochmal wieder weg und sehe zu, dass das flache Gleise hier werden. Auch wenn dann das Gefälle nicht so gut ist. Zehn ist eine ganze Menge. So. Aber so ist das in den Bergen. Dann brauchen wir noch Signale. So. Ein Zug. Gut, dann schauen wir mal auf unsere Aufträge. Jetzt haben wir nämlich die ersten zwei erledigt und bis Ende 62 müssen wir 30 Ladungen Fleisch nach Saguenay bringen. Nun werdet ihr euch fragen, hä, Fleisch? Hier gibt's überhaupt gar keine Kühe. Das ist hier mit Umschlagplätzen geregelt. Hier in Quebec gibt's einen Betrieb, der Holz in Fleisch umwandelt. Dementsprechend müssen wir ziemlich schnell zusehen. Dass wir das Holz hier über den Fluss kriegen. Das macht's nicht viel einfacher. Das wird eine teure, teure Brücke. Gucken, ob wir die ein bisschen billiger kriegen. 420.
Das ist viel, viel teurer. Ich glaube, viel billiger wird's nicht, weil diese Brücke hier ist doch schon ganz schön hoch, weil hier so ein Absatz ist. Da kommen wir nicht drum rum. Könnten höchstens probieren. Moment, das mache ich mal gerade. Das könnte gehen. Das kostet nur 70.000. Da können wir sogar wunderbar hier doppelgleisig verlegen. So. Na, das war doch viel billiger. So, und der fährt dann jetzt hier mal bitte das Holz nach Quebec. Und wir werden das auch gleich mal aufwerten, damit da mehr Holz hergestellt wird. Den Zug duplizieren wir auch sofort, damit die Holzversorgung auch so richtig in Gang kommt. Dann haben wir jede Menge Holz in Quebec und dementsprechend jede Menge Fleisch, was wir da abholen können. Das brauchen wir, wenn wir da Fleisch nach Saguenay bringen sollen. Natürlich brauchen wir dann auch hier einen Zug, der Waren hier transportiert. So, ein bisschen Holz wurde da scheinbar schon per Karren angeliefert. Dann haben wir dieses. So, dann werde ich hier nochmal Versorgungsdepot hinstellen, damit die hier auch nachtanken können. Der von hier unten fährt der da hoch und da ist ein fettes Viererdepot. Hier sieht man übrigens auch eine schöne Sache. Das mache ich in letzter Zeit auch öfter. Das ist so eine Art Fünffach-X sozusagen. Hier sind erstmal die beiden immer überkreuzt, dann sind die in der Mitte überkreuzt und dann wieder so. Das heißt, hier kann, egal auf welchem Gleis der Zug ankommt, er kann auf alle Gleise, die dahinter sind. Das ist eine ganz praktische Konstruktion. Die kann ich nur jedem empfehlen, sich mal genau anzugucken. Und dann kann man noch das Ding da vorstellen. Wenn man so einen großen Bahnhof so ausleitet, da kann nicht viel schief gehen. So, dann haben wir nämlich auch schon das erste Fleisch nach Saguenay geliefert. Und da kommen die ersten Holzlieferungen. Dann ist der Fleischnachschub auch gesichert. Scheinbar kann man diesen Umschlagplatz jetzt so nicht kaufen. An dieser Stelle würde ich jetzt ein bisschen Geld sparen, weil ich weiß, dass gleich nochmal eine Herausforderung kommt, die ein bisschen Geld benötigt. Normalerweise würde ich jetzt hier hinten anfangen, diese Betriebe anzubinden, aber da warte ich jetzt noch ein bisschen mit. Und während wir hier warten, dass das passiert, worauf ich warte, erzähle ich auch noch ein bisschen was über Patch 1.6. Der ist in der Beta bei Steam heute runtergeladen worden und
nicht nur, dass die Hauptcharaktere halt jetzt drei statt einer Eigenschaft haben, haben die Berufe hier beim Personalzuwachs bekommen. Da gibt es zwei neue. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was das jetzt war. Außerdem soll es irgendwie eine Option geben, dass man alles an Zugpersonal dieses immer Wetter einstellen ist kann. Mehr als nur ein Ärgernis. Für die Lokomotiven ist kein Durchkommen mehr. Niemand wird in diese Gegend ziehen, wenn die Versorgung nicht im ganzen Jahr gewährleistet ist. Gut, kein Problem, welches ein wacher Geist nicht zu lösen vermag. Siehst du dieses alte Warendepot bei Saguenay? Wir werden es nutzen, um in Zukunft Vorräte anzulegen. Diese können die Stadt dann über das ganze Jahr erreichen und wir umgehen den Lieferengpass. Verbinde das Warendepot mit deinen Gleisen und lagere die benötigten Waren dort ein, damit sie dann nach und nach an die Bewohner der Stadt geliefert werden können. Ja, wie man sieht, es ist Winter geworden im Januar und die Züge fahren jetzt wirklich nur noch im Schneckentempo. Kreative Buchhaltung nehmen wir natürlich sofort, vor allem wenn gerade niemand gegen uns bieten darf. So, jetzt kommt nämlich das, was ich vorhin meinte. Jetzt muss man das hier nämlich anbinden. Und dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Bei meinem ersten Versuch hat der Platz nämlich überhaupt nicht gereicht, weil da ging das hier so direkt runter und dementsprechend war da keine Kurve, nichts hinzubekommen. Wieder X davor. Gut. Und dann werde ich nämlich jetzt hier den Güterzug suchen und dem sagen, dass er nicht mehr nach Saguenay fahren soll, sondern zum Warendepot. In dem Warendepot werden wir natürlich auch Fleisch annehmen. Hier ist übrigens auch ein neuer Betrieb, die Schneiderei. Die macht jetzt nicht mehr aus Stoffwäsche oder so, sondern aus Fellen und Stoff werden hier Winterkleidung hergestellt. Und da gibt es dann hier halt auch extra Betriebe, die Felle herstellen. Pelzjäger sozusagen oder Zuchtfarmen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall braucht's die. So, jetzt ist der schwerste Winter scheinbar vorbei. Obwohl, die Züge hier schleichen immer noch. Aber jetzt kommt wieder Bewegung rein. So, jetzt haben wir hier nämlich zwei Aufgaben. Bis Ende diesen Jahres müssen wir zum einen 30 Ladungen Fleisch nach Saguenay liefern und wir müssen 16 Ladungen Fleisch nach, also zu dem Warendepot bei Saguenay liefern. Und das klappt einfach nicht, wenn man nicht vorher dafür gesorgt hat, dass hier reichlich Holz in die Stadt gebracht wird, damit dieser Umschlagplatz hier entsprechend Fleisch produziert. Das ist ganz wichtig, dass man da Quebec schon mal im Vorfeld anfängt, mit Holz zu versorgen. Daran ist nämlich mein erster Versuch gescheitert, dass ich zwar alle Gleise gelegt hatte, alle Züge eingerichtet hatte, aber dann die Menge an Fleisch aus Quebec einfach nicht gereicht hat, um die Aufgabe zu erfüllen.
Nun sollte das klappen. Und damit das auf jeden Fall klappt. Das hier müsste der Warenzug sein, oder? Na, das häng mal im Waggon an, damit ich das sehen kann. Ja, weil den klone ich dann nämlich gleich nochmal. Mittlerweile haben wir auch Forschungspunkte und dann werde ich hier mal gleich die neue Lok dazu kaufen. So, und natürlich müssen wir dann auch eine Zuglinie einrichten, die das da transportiert. Da reicht die kleine. Und wir müssen das hier mal hochdrehen. So. Mal gucken, ob ich hier diese Getreidefarm angebunden kriege, ohne dass es gleich eine 500.000 kostet für die Brücke. Das ist ja für eine Getreidefarm alles andere als sinnvoll. Meine Güte, ist das ein Fluss? Das ist ja ein Fjord hier. Keine Chance, da billiger rüberzukommen. Dann muss ich sagen, reiße ich den Bahnhof wieder ab und lasse das. Dann hole ich das Getreide lieber von hier hinten. Brauerei irgendwo da ganz hinten. Nee, das möchte ich jetzt gar nicht. Ich sehe gerade, hier fehlt auch noch der Versorgungsturm. Den setze ich mal da so hin. So. Und Poker hier mal auf die Getreidefarm. Gut, ich scheine mich bei den Grundlagen hinreichend verständlich gemacht zu haben. Lege Vorräte für den Winter an und sorge dafür, dass die Siedlungen wachsen können. So machst du diesen Teil der Grand Trunk Railway profitabel. Ja, wir haben das Warendepot ausreichend beliefert und dementsprechend wird Saguenay auch gleich genug Fleisch bekommen. Das sollte gar kein Problem darstellen. Da nochmal ein Depot hin. Wenn die hier solche Steigungen und Gefälle haben, sollten die auf jeden Fall auch genug Wasser und Sand immer an Bord haben. Sonst brauchen die ewig über den Berg. Dann funktioniert das. King of Rails hängt alle ab. Gut, dafür. Wir kaufen ihn dann später auf oder so. Gut, die Fleischversorgung da hinten funktioniert. Ich muss aber jetzt mal warten, dass ich genug Geld zusammenkriege, damit ich hier ein Warendepot hinpacken kann.
Das wirkt jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen komisch, dass ich hier jetzt einen Frachtzug einrichte, der von da oben hier runterfährt. Aber das wird später, glaube ich, ziemlich sinnvoll sein. Hier ist eine Möbelfabrik, die Möbel aus Holz herstellt. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine der Städte schon groß genug ist, um Möbel zu brauchen. Von daher ist das nur so, naja, kann man beliefern, aber keiner nimmt das Zeug ab. Hier unten ist allerdings eine Brauerei. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist. Manchmal hatte ich das auch schon, dass Betriebe irgendwie anders belegt waren, aber ich glaube, hier ist es jetzt beim zweiten Versuch genauso wie beim ersten. Da oben gibt es diese Winterkleidung. Hier unten wird Getreide zu Bier gemacht. Warte mal, da fällt mir ein. Ich habe ja da diesen Getreidehof. Auch wenn ich nicht auf die andere Flussseite komme, könnte ich zumindest hier hinkommen. Ja, das geht nämlich. Nur die Frage, ob ich dann auch hier rüber komme. Vielleicht sollte ich das erstmal bauen. Oder kurz warten, die 58.000 hier. So. Ja, ein bisschen tricksen. Das wird nämlich nicht so einfach hier. Aber ich habe eine Idee, wie ich es mache. Wir fahren einfach hinten rum in die Stadt. Das sollte problemlos gehen. Na, woran mangelt es jetzt wieder? Manchmal sind sie einfach bockig. Dann halt so rum. Damit können wir auf jeden Fall hier Bier produzieren, das ist gut. Bisschen schneller stellen. So, dann ist der Anschluss auch schon mal da. Das ist auf jeden Fall, denke ich, dann eine wichtige Sache. Hier fehlt nur noch ein Fleisch, dann haben wir Bronze-Herausforderung mehr oder weniger sozusagen schon mal erledigt. Die 28.000 Einwohner in Saguenay sind noch nicht so
schwierig, die 32.000 in Grand Lake Victoria allerdings schon. Da müssen wir wirklich eine Menge Zeug dahin karren. Und dann, naja, den Quartalsgewinn, den machen wir dann wahrscheinlich nebenbei. Jetzt haben wir auch die 30 Fleisch hier zusammen. Darum kümmere ich mich dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht konntet ihr auch ein paar Dinge sehen, die euch bei euren Missionen weiterhelfen. Generell finde ich das DLC ganz nett. Das mit dem Schnee ist ganz cool und auch die neuen Betriebe. Ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie noch ein Tuck mehr gäbe fürs Geld. Die Kampagne war doch dann bei weitem mehr. Also so ein bisschen könnte da mehr drin sein für ein DLC. Aber ich denke, es geht noch in Ordnung. Das ist halt auch eine Menge Arbeit und die entwickeln ja auch das Spiel generell weiter. Von daher sollen sie auch ein bisschen Geld verdienen. Man sollte es ihnen gönnen. Gibt ja nicht so viele gute Studios, die Wirtschaftssimulationen machen. Okay, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, Ideen, Vorschläge oder auch was zum DLC The Great Lakes sagen wollt, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon unterm Video seid, dann drückt ruhig mal auf den Daumen. Übrigens, unterm Video in der Videobeschreibung gibt es auch Links zu weiteren Videos. Ebenso oben rechts in der Ecke beim i. Könnt ihr mal reinschauen. Mittlerweile gibt es über 500 Videos hier auf dem Kanal. Da muss sich niemand langweilen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.